Man sieht sie nicht. Sie verstecken sich tief in den Felsen am sogenannten Kornberg im Nürnberger Reichswald. Bergkristalle. Doch Norbert Müller ist ihnen auf der Spur. Ein paar Mal ist es dem Mineraliensammler schon gelungen, sie hier draußen aufzuspüren. Das ist jetzt ein Stück vom Kornberg. Das ist dann wirklich ein Hohlraum, der war ungefähr diese Größe und der war vollgestopft mit Bergkristallen. Und das ist eigentlich die Faszination beim Sammeln. Das kann man nicht vorherbestimmen, sondern man kann nur schauen, dass man was findet. Und man ist der erste Mensch auf der Welt, der das nach zig Millionen Jahren in Händen hält. Ne? Man darf sich halt nicht immer zu viel Hoffnungen machen, das ist nicht immer so. Ne? Das ist beim Sammeln wie überall, man geht oft und findet nichts. Und ab und zu, wenn halt der Ort und die Zeit passt, dann ist es ideal. Ob die Zeit heute passt, muss sich zeigen. Der Ort jedenfalls ist vielversprechend. Ein alter Steinbruch. Also es gibt eben bestimmte Orte, wo es mehr gibt und bestimmte Orte, wo es weniger gibt. Wenn man Erfahrung hat beim Sammeln, das ist was, was man nicht lernen kann. Das muss man sich aneignen, zu sehen, wie der Stein läuft, wie er ausschaut. Und dann hat man eben wieder Chance. Das heißt aber noch lange nicht, dass Kristalle drin sind. Ne? Einst wurde hier Quarzit abgebaut. Quarzgebundener, sehr harter Sandstein. Wo es Quarz gibt, sind Kristalle oft nicht weit. Sie wachsen in Klüften und Spalten. Können wir schauen, wo es rausgehen kann? Also, da sieht man, das ist jetzt die Kluft, die ist ziemlich zerrüttet. Da sind auch winzige Quarze, ne? Die Quarze sind so winzig, dass sie nur der Fachmann erkennen kann. Aber das ist eigentlich nichts, was man sammeln tut, ne? Da hat es schon Kristalle gegeben. Moment, schaut schlecht aus. Da sieht man schon, haben ein paar Sammler schon ein wenig reingemacht. Wenn der Baum mal runterfällt, dann fällt die ganze Platte da nach unten und dann. In dem Moment, wenn man erwischt, dann kann man halt relativ einfach wieder was finden. Ne? Darauf warten wir aber lieber nicht. Die Suche geht weiter. Immer entlang der Abbaukante des einstigen Steinbruchs. Jetzt hat Norbert Müller etwas entdeckt. Das sieht man da hinten, wo der Einschnitt ist. Und da bröckeln jetzt immer Stücke herunter, weil wenn man nicht oben auf den Berg hinaufgeht, dann sieht man da oben, wo der große Fels ist. Bis da oben ist der ganze Fels abgerissen. Man sieht jetzt schon, wie die Steine locker ineinander hängen. Man sollte halt jetzt nicht an die Wand gehen. Ne? Das ist zu gefährlich. Ne? Weil wenn die Steine runterkommen und man steht runter, dann hilft es dann auch nichts. Ne? Was erhoffen Sie sich jetzt hier? Da ist der Gang und wenn es Mineralien gibt, dann gibt es halt am Gang. Ohne Gang, ohne Kluft, keine Kristalle. Hm? Und jetzt schauen wir mal, was wir finden. Er sucht in den Gesteinstrümmern, die von diesem Gang bereits nach unten gestürzt sind. Da können wir mal das aufklopfen am Brocken. Und dann müssen wir schauen, ob er innen aufgeht. Ne? Das wird jetzt ganz praktisch. Da sehen wir schon, da waren hier schon Hohlräume. Da geht der Gang durch. Da sind schon Kristalle. Und das ist die Frage, ob er innen aufgeht, ne? Ob er Kristalle richtig zeigt. Ne? Das weiß man eben nicht. Und Obacht geben wir die Augen. Ja, sind hier alles bloß kleine Hohlräume. Das war jetzt nichts. Ne? Wie es halt meistens ist. Sind Sie da jetzt nicht enttäuscht? Nö. Das muss man sich als Sammler abschminken, dass man das mit aller Gewalt versucht. Da bin ich einer, wo sagt, wenn es an die Natur gehen will, dann gibt es es an. Ne? Gegeben hat ihm die Natur schon einiges. Rund 4000 Stücke umfasst seine Sammlung. Nicht nur Bergkristalle. Aber die sind einfach besonders schön anzuschauen, in ihren verschiedenen Größen und auch Farben.
Seit Norbert Müller mit 12 Jahren seinen ersten Bergkristall fand, hat ihn das Mineralienfieber nicht mehr losgelassen. Die Mineralien seiner Sammlung stammen fast alle aus seiner fränkischen Heimat. Vom Spessart über die Rhön bis zum Frankenwald. Der spektakulärste Fund gelang ihm 1989 im Fichtelgebirge. Also, das ist ein Bergkristall, ein Doppelende. Ist auf beiden Seiten auskristallisiert, da war er mal angewachsen am Gestein, ist raus runtergefallen und wieder verheilt. Und der ist aus dem Fichtelgebirg. Das ist also der Fund des Lebens, ne? Und das spürt man danach, wo man dann hat. Ne? Einmal ist man bei sowas dabei und öfter passiert es normalerweise nicht in einem Sammlerleben. Ne? Das vergisst man nie. Keine Sekunde. Auch wenn wir 24 Stunden gearbeitet haben, du Schuhe am Stück, vergisst man nicht. So lange dauert die Suche im Reichswald zwar noch nicht, aber auch hier wird klar, wer Kristalle finden will, der braucht eine Menge Geduld. Obacht geben, dass wir das Bäumchen nicht kaputt machen. Vielleicht sind ja in diesem Brocken endlich Kristalle eingeschlossen. Da sind jetzt ein paar Schöne drauf. Schauen wir mal, ob wir es wegbringen. Und dann, als wir schon gar nicht mehr damit gerechnet haben. Wow, sind Sie zufrieden? Ja, ist ein schönes Stückel. Den nehmen wir mal mit, dann machen wir schön sauber. Das ist dann das nächste Problem in den Letten. Es ist gar nicht so einfach, den sauber zu bringen. Der Letten, also der Lehm, klebt zäh auf den Kristallsteinen. 6 Stücke hat Norbert Müller dann doch noch zusammengetragen. Er ist Mitglied in der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg und darf dort deshalb die Werkstatt der Abteilung Geologie mitbenutzen. Würde er die Kristalle schon am Fundort putzen, könnte er die oftmals winzig feinen Kristallnadeln zerstören. Fließendes Wasser ist deshalb unerlässlich. Gespannt bin ich eigentlich auf die Stücke, wo viel Lehm dabei ist. Weil man da am wenigsten sieht, was es ist. Das war ein Stück, wo ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich das Beste vom ganzen Fund. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Soll jetzt natürlich auch nur Lehm sein. Ne, ist tatsächlich nur Lehm. Haben wir Pech gehabt. Vielleicht ja der Nächste, wenn nur nichts abbricht. Man sieht ja, es ist ja nicht ziemlich dünn. Das sind dann lauter Quarzkristalle, die haben ja alle Anwachsflächen. Wenn ich zu viel Druck ausübe, dann bricht es ab. Für das letzte und größte Stück braucht es einen Spritzaufsatz. Der fördert einen richtigen Kristallrasen zutage. Ja, ist schon sauber geworden, ne? Schön. Ja, schön. Blitzert schön. Wenn man jetzt ganz weich macht, dann ist er nur weiß, ne? Ist so fast schöner jetzt, ne? Das ist ein letztes Stück. Bleiben ein paar Stücke übrig. Wahrscheinlich werde ich es mal verschenken dann, weil ich habe eben eine Menge Stücke, ne? Aber vielleicht freut sich einer drüber und dann passt es auch. Dann bekommen nämlich auch die etwas ab, mit denen es die Natur nicht so gut meint, wie mit ihm.